Sobald die WHO offiziell eine Corona-Pandemie ausruft, greift in Deutschland der nationale Pandemieplan, der in Zusammenhang mit drohenden Influenza-Pandemien erarbeitet wurde. Sofort danach setzen die Bundesländer ihre eigenen Pandemiepläne in Kraft. Die ersten Schritte in der Maßnahmenkette sind, die Bevölkerung über Ansteckungswege und Verhaltensmaßnahmen zu informieren, das Meldesystem hochzufahren, um Infizierte frühzeitig zu erkennen. Reisekontrollen könnten angeordnet werden. Es folgt die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen, das Verbot von Menschenansammlungen, Quarantänemaßnahmen, die Durchsetzung von Impfpflichten sowie Desinfektionen. Krankenhäuser verschieben in dem Fall nicht akute Operationen. Stationen wie Dermatologie könnten geschlossen werden, um Ressourcen zu bündeln. Auf europäischer Ebene ist geplant, Schutzausrüstung für medizinisches Personal zu beschaffen. Wir wollen vorbereitet sein, wenn sich eine größere Zahl von Menschen mit dem Virus anstecken sollte, schreibt das Bundesgesundheitsministerium. Die Zahl der Sonderisolierstationen müsste aufgestockt werden. Derzeit verfügen nur die großen Städte über solche, insgesamt nicht mehr als 60 Betten in ganz Deutschland. Die Überwachung der Quarantäne stellt ein Amtsarzt sicher. Fraglich allerdings, ob es im Falle einer Pandemie nicht zu personellen Engpässen gerade für häusliche Quarantänen kommen würde. Das Robert-Koch-Institut meldet Zweifel an, ob in Deutschland ganze Städte unter Quarantäne gestellt werden könnten. Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel betont, die Frage ist, wie wirksam ist das und funktioniert das in einer 3,7 Millionen Einwohnerstadt, so umfassend wie das in oberitalienischen Kleinstädten der Fall ist. Aber ja, wir machen uns auch über diese Fragen Gedanken. Einige Experten in Deutschland fordern eine Strategieänderung. Alle Fälle von Influenza-Grippe-ähnelnden Erkältungen müssten auf das neue Coronavirus getestet werden, damit die Verbreitung des Virus eingedämmt werden kann. Dafür müsste es in Deutschland allerdings viel mehr Tests und Personal dafür bereitgestellt werden.